Wir sind in einer Exot-Mission. Normalerweise sind das Selbstläufer. Normalerweise. Aber dieses Mal wird es vermutlich ganz anders. Mein Spion steht schon mal nicht unbedingt am besten Ort. Gut, er schafft es vielleicht in eineinhalb Zügen hier nach oben. Vielleicht auch schneller. Von hier wird es dann hier aufs Dach weitergehen. Und dann wäre er schon in der Todeszone hier drüben. Vorteil ist, die sind relativ nahe beieinander zum Ausschalten. Also die Relay-Station. Aber hier oben, da muss er sich ein wenig Mühe geben. Und ich starte hier hinten und ich müsste in drei Zügen nach Möglichkeit die Zone hier hinten sichern. Und das wird richtig schwer, denke ich mal. Denn da ist einiges, was unterwegs uns auflauern könnte. Dieses Mal wird es uns wohl nicht einfach gemacht. Gerade deshalb, weil es logischerweise wenig Deckung gibt. Also ich könnte mich entweder oben durchkämpfen. Komme ich mit Sturm und Schuss? Nee, mir reicht es nicht mal. Alles klar, mir reicht es nicht mal. Selbst mit Sturm und Schuss komme ich hier nicht ran. Es reicht genau um ein einziges Feld nicht. In Ordnung. Dann lassen wir mal die Spiele beginnen. Tja. So einfach gesagt, soll ich jetzt links vorbeischleichen oder übers Dach? Ich glaube, ich gehe übers Dach. Das heißt, ich sichere. Ja, es sind eben zwei. Also. Das ist. Das. Also. Vermutlich wird kaum, dass ich mich bewege, wird der Erste hier in die Zone rennen. Versuchen wir es trotzdem mal. Rennen wir hier rüber. Versuchen wir den Trick. Already there. Yes, sir. Let's do this. Gehen wir mal hier. Gehen wir hier. Ihr merkt es, ich versuche mich zu beeilen. So, dann würdest du noch. Gehen wir mal hier hin. Mach mir einen Feldposten. Waffe vorbereiten. Waffe vorbereiten. Ja, das war so klar. Eben. Das wird richtig, richtig schwer dieses Mal. Commander, we have an Exalt unit attempting to hack the encoder. If we don't prevent them from gaining access, they're going to find the transmitter's coordinates. Das heißt, ich muss jetzt durchrennen. Das wird verflucht, verflucht weiter Weg. Renn du mir mal vor. Aye, aye, Commander. Es reagiert niemand auf dich. Da oben wird sicher nachher reagiert. Also mein Hauptproblem wird sein, die Exalts gleichzeitig auszulösen, so dass ich sie ausräumen kann, und ohne dass ich zu sehr noch beschossen werde. Das wird das größte Problem werden. Schauen wir mal die Sache an. Eyes in the sky. Da ist niemand.
Wow. Okay. Soll ich jetzt das Risiko eingehen mit Run and Gun hier rüber? Da ist hundertprozentig irgendjemand irgendwo. Ich muss möglichst schnell in die Todeszone hier rüber. Aber wenn wir natürlich nochmal eine Runde Zeit gewinnen, ist das wunderbar. Copy that, Commander. Wir gewinnen noch eine Runde Zeit. Alles klar. Dann rennen wir wieder los. Das heißt, du kannst mir hier nach oben rennen. Good copy. Moving on target. Wer kommt denn noch nach oben? Du kommst doch auch nach oben. Du würdest nur bis genau mal hier hinkommen. Dir reicht das nicht mal. Alles klar. Dann rennen wir noch nach oben. Rennen wir ebenfalls noch nach oben. Hier kommt nächste Runde bereits zum Einsatz. Ich bin noch nicht so richtig glücklich mit der Ausgangslage, ihr merkt das vielleicht. Vor allem deshalb, weil ich nachher die Zone hier hinten, je nachdem, nicht mal schaffe, rechtzeitig in Angriff zu nehmen. Und dich hier nach oben zu bringen, das wird mit großer Wahrscheinlichkeit was auslösen. Wobei, du siehst, nee, du siehst ein bisschen mehr dann hier oben. Und jetzt spinnt die Kamera wieder. Eigentlich will ich hier das obere Feld und es lässt er mir wieder nicht zu, weil er ständig hin und her wechselt. Hier will ich hin. Hier! Nach oben! Nein, ich will nicht... Ich will... Glaub mir doch, ich will nicht dahinter. Ich will hier nach oben. Selbst hier. Selbst wenn ich das so anzeige, funktioniert es nicht. Er will mich da nicht hinlassen. Das hat er gar nicht gerne, offensichtlich. Dieses Feld will er mir nicht geben. Ebenen und dieses Spiel, das verträgt sich einfach nicht. Na gut, dann halt. I'm on the move. Dann halt. We'll go. Oh, du wirst jetzt auslösen. Nicht mal, alles klar. Hey, you hear anything? Oh, wir werden sowas von auslösen jetzt. Wie viel Power haben wir denn? Okay. Das ist alles nicht so schlimm. Richtig schlimm wird es jetzt denn gleich. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's richtig lustig. Jetzt ist es richtig spannend geworden. Und es sind viel zu viele gleichzeitig in der Zone. Das heißt, du gehst mir mit Sturm und Schuss gleich mal yeah. Ich würde mal sagen, mitten rein. Löse gleich noch weiter aus, ist mir völlig klar. So. Wollen wir, was wollen wir denn? Wen wollen wir denn bearbeiten? Der würde sich eventuell zurückziehen. Der würde sich eventuell auch zurückziehen. Dann hättest du noch den. Wer bist du denn? Also, wer ist denn jetzt noch wie gefährlich? Du hättest den. Der hat einen Raketenlaunger. Kümmer dich doch mal um den in dem Fall. Nee. Den hier. Kannst du?
Wow. Okay. Wow. Wow, wow, wow. Das finde ich schon mal sensationell. Das ist eine wahre... Das ist eine wahre Freude, mit Profis zusammenzuarbeiten. Na gut, dann halt du. So. Eigentlich spielt es jetzt noch keine Rolle. Du hast vermutlich eh kein Ziel. Ja, wobei, so schlimm ist es gar nicht. Dann versuch doch den. 68% ist nicht schlecht. Also, was du vorhast, dürfte ja klar sein. Du gehst mir hierher. If our operative can get close enough to one of those Exalt communications relays deployed throughout the area, they may be able to access the system and disable Exalt communications using the recovered data's encryption keys. Enemy communications are down. That should keep Exalt busy for a while. So, dann mach mal hier weiter. Kill confirmed. Soll ich? Eigentlich ging es ja darum, mit denen hier, mit den Granaten die Mauern einzureißen. Allerdings, komm. Was haben wir denn hier noch? Wir haben noch dich. Du hast wie viel? 23%? Ne, weißt du was? Rennen wir gleich weiter. Das wäre jetzt schon sehr, sehr frech. Nee, du musst näher. Unbedingt. Du kannst mir ebenfalls hier Vollgas nach vorne ziehen. Werden die schon so viel Granaten schmeißen oder warten sie noch? Gehen wir mal nach oben. Rennen wir mal hier. Das waren, glaube ich, alle. Möge das nächste Schlachtfest beginnen. The encoder security won't hold up much longer. Exalt is going to find the transmitter's location and don't stop them now. Wir sind ja unterwegs. Wir beeilen uns ja. Ich renne ja. Ich tu mal möglichst. Stress doch nicht! Okay, lad nach. They're trying to flank us. Dead and gone. Fast. Running dry. They're on the move. Du räumst richtig gut auf. Du hast Spaß an deiner Aufgabe, das sehe ich. Es sind extrem viele in der Zone, aber es macht nichts. Ich werde sie gleich aufhalten, sobald ich es kann. Got a wave of new signatures closing on Strike One, Commander. Multiple hostiles inbound. Alles klar. Gut. Mal kurz überlegen. Du würdest dann den hier auslesen und sofort den nächsten. Oder wir warten einfach. Nee, wir warten gar nicht. Du gehst mir hier nach unten. Kümmerst dich um den hier. Würde ich sagen, ja. Machen wir. Gehen wir in dem Fall hierher. Schön getroffen. Bei dir, wie gesagt, ist es klar. Wir müssen hier weiter hacken. We've disrupted the enemy communications network. It'll take some time for them to get it running again. Du hast hier oben einen Gegner. Aye, aye, Commander. Kümmere dich zuerst um den. Ja, wobei, wart noch. Wollen wir eine Granate schmeißen? Da unten mal ein bisschen aufräumen. Bevor wir das machen. Okay, das wäre theoretisch so möglich.
dann musst du ja nachladen. Geh mir hier nach hinten. Lade mir nach. Du hast den und den. Na gut, bleiben wir dabei. Du hättest das Ganze gehackt. Du könntest hierher. Damit löst du natürlich die nächsten Gegner aus. Du kommst vorbei. Weißt du was? Dann machst du anders. Ja, du wirst die... Nee, du kommst in die nächste Runde. Du hast ja noch Close Combat, oder? Oder du schmeißt mir... Oder wir machen es einfacher. Du schmeißt mir von hier oben eine Granate. Warum eigentlich nicht du? Es geht ja nur darum, diese Mauer loszuwerden. Dann kannst du dich nämlich um den hier doch kümmern. Weiter geht die Schlachterei. Wir haben dich, dich. 95. Oder wir bringen dich zuerst noch ein Feld näher. So. Wo würdest du eigentlich hinkommen? Schaffst du das? Los. Habe ich meinen eigenen getroffen? Ich habe meinen eigenen getroffen. Wieder mal. Oder? Ja. Au. Nicht schön. Also, wen wollen wir denn jetzt? Du hättest eine Granate. Du hättest einen Raketenwerfer. Dann fangen wir mit dem hier an. X-ray neutralized. Und du darfst ja gleich nochmal. Du hättest... Warte mir noch. Geh mir in dem Fall mal hierher. So. Wen nehmen wir denn bei dir? Eben, du hast Granate. Ihr glaubt, ihr habt alle eine kleine Granate. Ja, wobei, weißt du was? Du bist, glaube ich, der Einzige, der den hier sieht. Boah, trotz 85 triffst du den nicht. Na gut. Das ist jetzt ein bisschen überraschend. Dann versuchst du es halt. X-ray down. So. Du fängst bei dem an. Und machst bei keinem weiter. Du läufst vorwärts. Tja. Wow. 9 Schaden, immerhin. Du reagierst jetzt mal nicht. Na gut. Solange keine Handgranaten geflogen kommen, bin ich nicht unglücklich. Schlimm wird's ab dem Moment, wo Handgranaten geflogen kommen. Noch klappt alles. Okay. Darfst du hier oben wieder anfangen? Oder wollen wir eine Granate schmeißen?
Kommst du jetzt wirklich darunter? Du würdest darunter kommen. Mhm. Ich würde dir eigentlich noch gerne einen Kill ermöglichen, aber... Nee. Können wir nicht machen. Also, du hättest den hier, den hier, den hier. Den hier. Erstaunlich ist, dass du recht schlecht triffst, also... Weißt du was? Dann... Nee, warten wir noch. Was sieht mein... wo würdest du denn hinkommen? Du würdest sogar den hier ausschalten können. Na gut. Dann schalt mir den hier aus. Heading to that location. Hostiles passive. Das macht Spaß. Hex mir, bevor ich es vergesse. That should throw him off. It will take Exalt's people some time to get their communications back up and running. Versuch's mir, damit du auch mal deinen Spaß hattest. Oder Moment, mal kurz, nur kurz schauen, dass ich da auch... Ja, das reicht. Ah, schade. Bei dir dürfte es in dem Fall klar sein. Wir verzichten auf die Granate. Gut, ich könnte die Granate theoretisch noch... Nee. Puh, dann... Schieß mir einmal. Lauf mir hier rüber. Und lade nach. So. Du schnappst dir den hier. Und läufst mir wieder ein Feld näher. Dann wären wir bei dir. Du nimmst... Nee, du nimmst zuerst mal... Müsste doch eigentlich, der nächste müsste doch reinrennen, wenn du stirbst. Geh mir ein Feld rüber, damit der Weg wirklich frei ist. Jetzt kannst du. Wen wollen wir denn dir jetzt geben? Kümmere dich mal um den hier oben. Kill confirmed. Out of ammo here. Wen hätten wir denn jetzt für dich noch? Wir hätten noch den hier hinten. Und du würdest mir jetzt hier kommen und die Waffe vorbereiten. Du rennst nämlich rein, Close Combat, schön. Perfekt. Und schon ist wieder Ruhe. Commander, additional hostile contacts are on approach. Das ist mal einer. Zwei. Drei. Oh, Raketenwerfer. Alles klar. Kümmere dich doch gleich mal um den. Dann kümmerst du dich um den. Und weil es so schön war, machst du es gleich nochmal. Schieß ihn vom Dach und weg ist er. Und da ist ein tiefer Sturz. Ich hoffentlich ist da niemand darunter. Hey. Man stellt sich mal vor, da unten wäre jetzt einer. Der fliegt einfach... Ein Mensch von oben, dem auf dem Kopf.
So, versuch's. Hätte ja sein können. Was ist das für eine eigentlich? Da können wir Granaten schmeißen. Das ist schlecht. Da ist der ganze Plan futsch. Es sei denn, man löst das wie folgt. On the move. Alles klar. Hunt him down. Roger that. Und weg damit. 20 Schaden. Mal so auf die Kürze. Ich nehme mal an, du würdest hier oben besser treffen. Mach das. Jetzt wären wir bei dir. Du hast immer noch nicht deinen Treffer. Dann hol ihn dir doch. Und wieder einer vom Dach geflogen. Das ist ja schon brutal. Kannst du hier einen Feldposten machen? Du gehst mit hierher, bereitest mir die Waffe vor. Ne, mach mir einen Feldposten. Lade mir nach. Kannst hierher nachladen. Du kannst einen Feldposten machen. Wo gehen wir mit dir hin? Das ist jetzt die gute Frage. Gehen wir mal hier. Lade mir nach. Machen Wachposten. Bereite die Waffe vor. Lade nach. Geh mir hier nach oben. Bereite mir die Waffe vor. Mach einen Feldposten. Geh mir eins rüber. Man weiß ja nie. Und lade mir nach. Alles klar, der erste ist da, ein Scharfschütze. Zweite ist da. Mediziner. Dritte ist da. Keine Ahnung. Du stehst auch nicht so geschickt. Du bist geschickt da oben. Du wirst schon eher zum Problem. Also. Mal kurz durchrechnen. Wir fangen, glaube ich, mit dir hier oben an. Du hast zwei. Geh mir hierher. Und schnapp dir den hier. Naja, dann machst du es halt so. Du willst einen hundertprozentigen, dann schnapp dir den hier. Bye bye. Puh. Geh mir hierher. Na, immerhin. Warte mir noch. Jetzt ist die gute und große Frage, was machen wir jetzt mit dir genau? Rolling. Gehen wir mal hierher. Jetzt brauche ich allerdings jemanden, der Sicht mir gibt. Das heißt, du gehst mir hier rüber. Heading to that location. So.
Du hast doch noch eine Handgranate, oder? Genau. Kommst du nicht über das Ding? Kommst du nicht, oder wie? Das sieht schon besser aus. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Nee. Okay, das ist das Maximum. Du schnappst dir jetzt den hier oben. Ja, ich dachte mir, dass das nicht reicht. Dann würde ich sagen, du bleibst bei dem hier. Das war alles? Das ist im Gegenteil eher enttäuschend. Na gut. Können wir dich um den... Schlecht ist, dass wir jetzt zwei haben. Einen oben, einen unten. Okay, du könntest... Das ist zwar jetzt übertrieben, aber es könnte gehen. Wenn das funktioniert, ist es gut. Versuch's. Rockets away. Wundervoll. Da bist doch nur noch du übrig. Du hast noch zwei Lebenspunkte. Also. Hang back, lads. I got this one. Good copy. Moving on target. Und du darfst hier nochmal einen Kill holen. Schön! Exalt's forces in the area have been eliminated and the transmitter is secure. Also diese Mission macht mir richtig Spaß. Ist zwar übertrieben, wie stark man da ist, aber ist eine gute Ausbildungsrunde. Great work, Commander. I hope all of our deployments go this well. Schön! Und eine Promotion. Außerdem 12 Waffenfragmente, 18 Meld, Exalt. Intel decryption completed. Recalculating possible Exalt facility locations. Müssen wir uns aufschreiben. 13. November. Sehr schön. Das ist erfrischend einfach. Ihr wolltet was nochmal? Nee, das können wir immer noch nicht machen. Dafür habe ich jetzt richtig Credits. Wollen wir trotzdem mal wieder schauen, ob wir irgendwas machen können, das was bringt, oder? Natürlich, das würde was bringen, aber... Gut, es ist auch nicht so teuer. Hm. Es sind halt trotzdem wieder 7 Teile, die mir dann fehlen. Und die Drohnenwracks fehlen mir dann theoretisch auch. Ich würde das hier natürlich wirklich gerne machen. Es wäre jetzt eine Überlegung wert. Ich glaube, das mache ich. Aber es geht noch extrem lange, bis ich die nächsten Waffen herstellen kann. Komm. Das bedeutet, die Gauchwaffen machen jetzt... I'll make sure production begins immediately. And as soon as we've got something, I'll be in touch. Machen jetzt mit einer größeren Wahrscheinlichkeit durchdringen die Rüstung der Gegner. Was bist du für einer? Lass mich raten, du willst mal Entführung machen. Enemy is padlocked.
We lost the bubble. Ich kann eh nicht viel gegen dich machen. Und du gehst nach Mexiko. Commander, we're tracking several reported abductions via the Hologlobe. I've got the coordinates locked in. Swarming? Tja, das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Na gut, ich stelle was zusammen, Swarming. Und wir sehen uns gleich.